Rote Rosen, Eifersuchtsdrama. Überraschender Kuss stürzt Florian ins Chaos. In der neuen Rote Rosen-Folge begeht Florian einen fatalen Fehler, es kommt zu einem Kuss, den er sofort bereut. Punkt unter anderem, weil er genau weiß, was für einen Ärger das nach sich ziehen wird. In puncto Liebeschaos dreht sich bei der beliebten Telenovela Rote Rosen alles um Mia, ihre Schwester Franzi und den immer leicht geheimnisvoll wirkenden David. Daher konnten Zuschauer kaum erraten, dass eine ganz andere Dreieckskonstellation jetzt für Eifersucht und Drama sorgen wird. Alles beginnt mit einem unbedachten Moment, mit einem Kuss, der insbesondere für Florian einige Probleme nach sich ziehen wird. Flammen bei Florian alte Gefühle wieder auf? In der Folge Alte Sehnsucht, die bei das erste am Dienstag, den 11. Januar 2022, gesendet wird, ist es Katrin tatsächlich gelungen, ihre Pläne umzusetzen. Sie hat ihr altes Reisebüro wieder eröffnet und erfüllt sich damit einen großen Traum. Florian muss sich eingestehen, dass seine Zweifel vollkommen unbegründet waren und gratuliert seiner Ex-Frau zum geglückten Unterfangen. Bei einem gemeinsamen Spaziergang überkommen ihn lange verloren geglaubte Gefühle, und aus dem Moment heraus küsst er Katrin. Damit sitzt er jetzt im Schlamassel. Katrin malt sich direkt wieder Chancen mit ihrem Ex aus. Könnte ihre alte Liebe zurückkehren? Florian muss sich derweil fragen, wie er mit der Situation umgehen soll. Er wird es seiner Anke sagen müssen, und die ist vor lauter Eifersucht eh schon nicht gut auf Katrin zu sprechen. Katrin oder Anke, wen liebt Florian wirklich? Florian muss mit sich selbst ausmachen, wie viel der Kuss wirklich zu bedeuten hat und wie er mit seinen Gefühlen umgeht. Klar ist, dass diese eine kurze Moment ganze Episoden von Rote Rosen mit Drama füllen wird. Schlecht für Florian, gut für die Zuschauer. Die Telenovela läuft immer montags bis freitags um 14:10 Uhr bei das Erste, außerdem sind die Folgen in der ARD-Mediathek abrufbar.